Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es sich um die Technik des Aquamedic Yasha. Das habe ich hier schon zum Großteil aufgebaut, weil ich natürlich ein bisschen möchte, ob das, was ich vorhabe, wie ich es geplant habe, alles so funktioniert. Aber wir gehen gleich mal hier hin. Ich baue da den Tisch hier vorne wieder auf und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Ich rupfe das Ganze nochmal auseinander und dann schauen wir nochmal, wie was zusammengehört, ob irgendwo noch ein paar tricky Sachen sind, die euch da draußen interessieren, die vielleicht mir passiert sind. Und ja, von daher schauen wir uns das Ganze erstmal an. Und ich würde sagen, legen wir los. So, ich habe jetzt hier ein kleines bisschen Luft hier gemacht. Stuhl ist weg. Ich habe mir da einen Stuhl hingesetzt. Da können wir jetzt gleich so ein kleines bisschen schauen, was mit den einzelnen Teilen ist. Und ich möchte euch hier bei der Installation so ein kleines bisschen mitnehmen. Der Schrank sieht ja von außen recht hübsch aus mittlerweile. Tatsächlich waren das mal alles Schubladen. Habe ich umgeändert. Wie man hier sieht, ist jetzt nicht so das Hübscheste, aber ich brauchte da ein kleines bisschen Platz. Und ich mache da unten keine Schleichwerbung, ich hatte nichts anderes. Aber ist ja sowieso eine Dauerwerbesendung. Okay, kommen wir zu dem, was ich jetzt hier tatsächlich verbrochen habe. Ich habe vor, hier oben im oberen Teil den Korallenwächter hinzustellen. Deshalb haben wir hier auch noch ein schönes großes Platz, schönes großes Fach mit viel Platz. Der braucht ein bisschen was. Dann habe ich hier unten meine Elektrik drunter. Hier drunter werde ich wahrscheinlich meine Dosieranlage hinpacken. Die Aquamedic Evo. Und ja, unten drunter haben wir das Reservoir für die Osmose. Und daneben kommt noch der Abwasserkanister für den Korallenwächter. Viel Technik, die installiert wird, die ich aber gleichzeitig auch so an diesem kleinen süßen Becken hier betreiben möchte. Aus dem ganz einfachen Grund, weil ich es kann. Und weil der Schrank es auch tatsächlich hergibt. Gut, gehen wir jetzt mal weiter zum nächsten Punkt. Der da wäre die Rückseite. So, ich drehe das Ganze mal um, damit wir das so ein kleines bisschen uns betrachten können, was ich hier veranstaltet habe. Und ja, es ist nicht wirklich hübsch aufgemacht auf der Rückseite. So. Noch können wir es ohne so Probleme machen. So schaut es tatsächlich jetzt auf der Rückseite hier bei mir aus. Und ich hatte vorher das Ganze mit Kabelbindern zusammengepackt. Ist nicht ganz so hübsch und praktisch. Ich habe jetzt hier diese Klebepads genommen. Die gibt es beim großen A, habe ich die gefunden. Link dazu haue ich euch mal unten in die Beschreibung rein. Die haben recht eine gute Haftung auf einem sauberen, trockenen Untergrund. Und ihr seht, damit können wir hervorragend Kabel verlegen und alles andere. Und man kriegt es auch wieder einigermaßen gut raus, was ich jetzt hier zum Teil machen muss. In den blauen nehmen wir wieder rein. Die ATO kriegen wir später. So, das ist das erste Teil. So, jetzt haben wir hier Pumpe und Co. Die gehen komplett hier raus. Also ihr seht, das geht ganz einfach. Man kann die Kabel hier auf der Rückseite, wenn man dann dran kommt und das Becken nicht zu nah an die Wand stellt, tatsächlich sauber rausnehmen. So. Müssen wir da dran? Ja, da müssen wir dran, weil das ist einmal Abschäumer und das ist einmal Lampe. So, jetzt seht ihr hier noch meine Wasserversorgung. Die mache ich auch noch eben kurz ab. Ich hatte ja vorher, wo ist sie? Hier. Die Aufhängung tatsächlich von Tunze, die Originale. Und dann hing das Ganze hier oben so im Bogen dran vorbei. Sah nicht ganz so hübsch aus. Zumindest jetzt hier bei diesem cleanen Becken. Ja. Ist super gemacht von Tunze, muss ich sagen. Aber tatsächlich hier passt es nicht. Also bin ich hingegangen und habe ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Einen ganz normalen, also den Schlauch, den Tunze dabei gegeben hat, den kann man leicht warm machen, aber vorsichtig. Ja? Und den dann einfach einknicken lassen. Ab und zu immer mal durchblasen. Das habe ich mir selber ins Auge gepustet hier. durchblasen, um halt noch den Kanal da drin offen zu halten.
So, und das Ganze ist halt jetzt miteinander so verbunden, dass es genau hier oben in die Abschäumerkammer reingeht. Sauber verlegt, kann nicht nach oben weggedrückt werden und fertig ist der Lack. Ob der Auslass da weit genug ist oder nicht, das werden wir dann noch sehen. Gegebenenfalls kann ich den verlängern. So, jetzt haben wir hier schon mal alles Mögliche abgefummelt. Wir machen kurz einen Schnitt. Ich hole alles raus und dann gehen wir an den Tisch. Ja, Leute, willkommen in meiner Hobbywerkstatt. Oder in meinem gerade nicht so ordentlich aufgebauten Studio. So. Warum ich das hier mache? Es gibt ein paar Kleinigkeiten, auf die ich gerne hinweisen möchte. Damit die Stimme geölt wird, erstmal einen Kaffee. Und dann legen wir auch direkt los. Einfachste Installation, die wir machen können, oder die auch relativ simpel ist, ist die Installation der Cube 30. Eine von Aquamedic hergestellte Meerwasser-LED, die nach dem guten alten An-Aus-Prinzip funktioniert, ohne App, ohne irgendwelchen großen Schnickschnack. Hier brauchen wir tatsächlich noch eine Zeitschaltuhr. So, jetzt habe ich hier die moderne Version einer Zeitschaltuhr, ein Smart-Stecker, der überwacht mir die Stromversorgung, da kann ich dann dementsprechend Zeitpläne programmieren etc. Die Cube 30 ist aber bei diesem Becken dabei, es ist beim 70er dabei, es ist auch beim Yasha 90 dabei. Und die Installation ist relativ einfach. Wir kriegen hier zwei Kunststoffschrauben mit dazu, die dafür sind, dass ich dann oben diese Halterung, die übrigens auch schon fest verbaut ist, auf dem Becken aufsetzen kann und die Lampe somit fixieren kann. Im Schwanenhals verlaufend der Strom, das ist schon mal sehr schön. Wir haben also tatsächlich nur den nackten Schwanenhals hier. Und obendrauf haben wir dann halt die Einheit verbaut mit den LED-Clustern. Sind insgesamt, lass mich nicht lügen, ich glaube 12 waren es. Ja, 12. Verschiedene Farben bzw. entsprechendes Bild dazu blende ich euch nochmal ein. Wir haben einen blaulastigen Kanal und wir haben einen weißlastigen Kanal. Auf der Oberseite, hier auf der Seite, haben wir einen An- und Ausschalter, wird einfach nur per Sensortaste an- und ausgeschaltet. Wir haben hier oben drin verbaut einen kleinen Aktivlüfter. Das heißt also, diese Lampe ist tatsächlich, wenn sie unter voller Last fährt oder unter höherer Last, geht ab und zu der Lüfter an. Das ist also normal, das gehört dazu. Gerade bei diesen kleinen LED-Clustern ist das halt normal. Akustik werden wir aber noch, gehe ich noch separat in einem anderen Video drauf ein. So, was haben wir noch? Wir haben hier noch die Taste für Blau und wir haben die Taste für Weiß. Jede Taste, wenn mich nicht alles täuscht, hat drei Leistungsstufen, die ich einstellen kann. Hochgerechnet, vergesst es, habe ich mehrere Einstellungsmöglichkeiten. So. Installation ist wie gesagt relativ einfach. Ich habe das Kabel hinten auf der Rückseite schon verlegt. Ich packe die einfach jetzt hier oben drauf, schraube sie mit den entsprechenden Schräubchen fest, so wie ich sie haben will. Und stelle mir den Schwanenhals so ein, wie ich ihn gerne hätte. So, damit das Ganze auch noch funktioniert, brauchen wir Strom. Und zack, tada, ist er an. So, jetzt machen wir mal genau das, was ich jetzt... Genau, jetzt ist er unten. So, wir zählen jetzt nochmal kurz durch, ob es die entsprechenden Leistungsstufen waren, die ich auch eben behauptet habe. 1, 2, 3, 4 Leistungsstufen, 5 Leistungsstufen, gut, streiche Sätze, es sind 5. 1, 2, 3, 4, 5 und runter. Das heißt also, wir haben zig Möglichkeiten, hier das Ganze miteinander zu kombinieren. Farbvariante etc. kommen wir dann noch zu. Da mache ich dann dementsprechend mit dem Paarwise mal eine Messung, was diese Lampe tatsächlich leistet. Hier in diesem kleinen Bereich. So viel muss sie ja nicht leisten. Sie hat jetzt 30 Watt Leistungsaufnahme. So, und hier oben kann ich sie dann an- und ausschalten. Oder ich gehe halt hin. Wo habe ich es versteckt? Da. Gehe halt hin über mein Handy. Habe dann hier die entsprechende App und kann dann entweder hier drüber von Hand an- und ausmachen. Und wenn ich sie eingeschaltet habe und dann
ausschalte und dann wieder einschalte, dann kommt sie natürlich zu der gleichen Einstellung wieder zurück. Das heißt, wir haben keinen Farbverlauf, wir haben eine stetige, konstante, gleiche Beleuchtung. Wenn ich das dann anders haben möchte, muss ich die dann von Hand umstellen. So, das mal zum Thema Licht. So, Licht ist abgearbeitet und ich denke, wir machen mal kurz einen kleinen Zoom auf den Tisch, weil jetzt wird die Sache ein kleines bisschen interessanter. Jetzt kommen wir nämlich zum Abschäumer und zu den anderen kleinen Teilen. Da gibt es eine Kleinigkeit zu erklären und zu zeigen und das ist in einer Detailaufnahme dann definitiv besser. So, fangen wir mit dem einfachsten an. Wir haben hier die DC Runner 600, kleines süßes Pümpchen. Dementsprechend reinigen und aufmachen geht ganz normal, genauso wie wir das überhaupt von der DC Runner kennen. Es wird leicht verdreht und dann müssen wir jetzt vorsichtig das Ganze anheben, weil ich war nämlich schon wieder dumm, stark und wasserdicht und hab's auch wieder geschafft. Ich habe die nur einseitig gekantet und dann ist mir tatsächlich die Achse in der Mitte gebrochen. Also, beim Öffnen dieser Pumpe tatsächlich bitte darauf achten, dass sie ja, hier gleichmäßig angehoben wird und nicht verkantet wird. Dann ist gewährleistet, dass die Achse in der Mitte heil bleibt. Das ist aber grundsätzlich, das hat nicht nur Aquamedic so. Das habe ich auch schon bei meinen UP 3, 4, 500, 800 und 1000 geschafft, die Achsen zu brechen. Also immer darauf zu achten, dass die halt sauber nach oben rausgezogen wird. Das ist ganz wichtig. So, dann haben wir hier vorne den entsprechenden Korb. Kann man drauf machen, muss man aber nicht so, wie ihr das wollt. Und dann kommen wir zu den Kleinteilen. Jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich tatsächlich schon einen Kleinteil verschlampt. Ich blende euch mal eben kurz die Liste bzw. das Bild von allen Kleinteilen ein, die wir haben. Und Als allererstes kriegen wir so einen Silikonschlauch. Da habe ich ja schon im Eingangsvideo gesagt, dass das Ganze hier von mir gekürzt wurde. Der wird einfach nur hier oben drauf gepresst. Der geht auch sehr straff drauf, wenn ich das jetzt mal hinkriegen würde. So, schön weit drauf stecken, damit das auch hält. Das nächste in der Reihe ist dieses einfache Röhrchen hier. Das ist genau das gleiche Prinzip, schön weit durchschieben, damit das sauber im Prinzip hängt. So, jetzt könnt ihr tatsächlich hingehen und wenn ihr das ein kleines bisschen verzieht nach hinten weg, dann hängt die Pumpe hinten auch ein kleines bisschen freier. Also ich persönlich, meine Einstellung und mein Prinzip ist von Aquamedic so nicht vorgesehen, weil es ist vorgesehen, dass die Pumpe eigentlich auf dem Boden steht. Deshalb ist der Schlauch auch dementsprechend noch so ein Stück länger. Ich möchte die aber frei in der Luft hängen haben, um die nochmal zusätzlich zu entkoppeln. So, jetzt kann es natürlich sein, dass sie hier in irgendeiner Form hier an das Gehäuse kommt. So, das kann man natürlich durch Abstandshalter wie einen Saugnapf oder ähnliches verhindern. Wenn man aber jetzt zum Beispiel hingeht, ja, ihr seht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, dass ich so ein kleines bisschen hier das Ganze verzogen habe, dann wird die Pumpe schon ein kleines Stückchen nach außen gedrückt. So, wenn ich das jetzt, ja, je nachdem, wie ich das hier ausrichte, kann man das so machen. So, das nächste, was jetzt hier oben dran kommen würde, ist hier auch schon fest drin verbaut, ist hier drin. Zoome ich mal kurz drauf und blende auch noch mal kurz das Ganze ein. Ein Reduzierstück. Das wird hier in den 90-Grad-Winkel eingearbeitet. So, und dann kommt hier dieses Verbindungsstück rein. Beides fest reinpressen. Und dann kann ich hingehen, das miteinander verbinden. Auch wieder fest rein und dann ist das ja, fest. Da geht nichts mehr. Ja, das muss ich schon mit ein bisschen Gewalt dementsprechend hier bearbeiten. Sollte das Ganze hier zu locker gehen, einfaches Spiel, dann nehmt ihr euch entweder einen Seitenschneider oder ähnliches und katscht das Ganze hier oben ein bisschen an, ein bisschen rausziehen. Dann habt ihr im Prinzip wie eine zusätzliche Ecke. So, blende ich euch auch nochmal separat ein. Ich guck mal, ob das hingeht. Und dann geht das Ganze noch schwerer drauf. Dann hält das erst recht. Ja, also. Oh, seht mal, guck mal, da kommt sogar das Reduzierstück wieder mit raus. So fest war das Ganze. So,
Ja, also sollte das nicht so hundertprozentig gehen, einfach nur eine ganz kleine Kerbe, also nicht durchknipsen, nur leicht anziehen und oben etwas nach außen packen, sollte es zu leicht gehen. Das Ganze zusammenschieben und dann können wir im Prinzip die Pumpe schon so verbauen. So, was mir jetzt hier fehlt, was ich hier in meinem Chaos tatsächlich verschlammt habe, ist das Aufsatzstück, was original dabei ist. Das ist das gleiche hier in 45 Grad. Habt ihr aber auch im Video schon gesehen. Ich habe es verlegt. Was ich allerdings jetzt hier noch dabei habe, da kommen wir später zu, ist dieser entsprechende Aufsatz hier. Aber das wird dann dementsprechend später behandelt. So, und wenn ich das dann so verbaut habe, kann ich so rum machen, kann ich aber andersrum machen, blende ich euch gleich nochmal ein entsprechendes Bild ein. Dann nehme ich mir entweder den Aufsatz, den ich gewählt habe, oder den 45-Grad-Winkel und bringe das hier hinten in die Rückförderkammer ein. So, Raschepper, Klapper etc. So, das wird dann einfach fest zusammengedrückt. Und dann ist das hier hinten auch dicht. So, mit dem hier, mit dem Aufsatz, da komme ich jetzt mal zu. Das ist ein spezieller Aufsatz, den ich mir habe geben lassen, um die Strömung zu verwirbeln. Ich möchte das mal ausprobieren. Wurde mir von einigen schon gesagt, die funktionieren nicht ganz so toll. Ich blende ich euch mal eben kurz mit ein. Diese Firma hier hat mich über Insta angeschrieben. QR-Code zur Website blende ich unten mal kurz mit ein. Die haben alle möglichen Sachen 3D gedruckt, kleine Hilfstools. Ich werde das Ganze mal dementsprechend testen, schauen, ob das sinnvoll ist oder nicht, was man damit machen kann. Und ja, das erstmal dazu. Kurzer Schnitt, bin gleich wieder da.